Willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance und verzeiht bitte die lange Pause, aber es war wahnsinnig viel zu tun, unter anderem auch wahnsinnig viele coole Spiele zu spielen, zum Beispiel Myst oder Nobody Wants to Die, alles jetzt auf unserem Kanal zu finden. Mit Riven machen wir demnächst auch weiter. Nichtsdestotrotz habe ich auch hier noch eine Menge zu tun, nämlich einmal wollen wir Vorräte vom Kustos erhalten. Das ist allerdings gar nicht so leicht, weil mich der eine Dude hier nicht reinlässt. Allerdings, also soweit ich mich richtig erinnere, der möchte die sterblichen Überreste des heiligen Prokop haben und dann lässt er mich vielleicht rein und zum Kustos und dann gibt der mir vielleicht Vorräte für die Kranken und Verwundeten. 97 Wildfleisch brauche ich auch noch. Das wird eine längere Jagd, aber egal. Außerdem wollen wir den verschwundenen Moldavid finden. Das geht so einfach nicht. Dazu muss ich erstmal den Banditen eins auf die Mütze geben und das traue ich mir noch nicht ganz zu. Da muss ich erstmal noch ein bisschen kämpfen üben und das Diadem, das geht auch noch nicht. Aber hier im Kloster wollen wir auch noch was zum Steinschlag wissen, eine Nebenquest, damit der Talmberger Steinbruchmeister nicht mehr so besorgt ist. So oder so, viel zu tun. Mal schauen, was wir heute alles schaffen. Gleich mal im Laufschritt Richtung Kloster. Mal schauen, ob wir hier den Baumeister finden. Vielleicht kann mir dann da irgendjemand was dazu erzählen. Hier ist der Steinmetz, der könnte doch was sagen. Du hast ja nichts verloren. Steh nicht im Weg rum. Ja, das ist aber sehr charmant. So, oder er hier? Der Bruder Pförtner. Kann ich einen Blick ins Kloster werfen? Was ist in dich gefahren, Junge? Das Gelände innerhalb der Mauern ist den Mönchen des Benediktinerordens vorbehalten. Niemand sonst darf hinein. Man hat mich aus Talmberg hierher entsandt. Ich soll mit dem Bauverantwortlichen sprechen. Also mit dem Baumeister oder mit dem Klostermeier. Weswegen genau bist du denn hier? Es geht um die Steinblöcke für den Bau. Ah, dann betrifft das die Vorräte. Sprich mit dem Klostermeier. Er weiß am meisten über diese Dinge. Sein Studierzimmer liegt mehr oder minder genau über uns. Geh links die Treppe hinauf und lauf dann fast den ganzen Weg in diese Richtung zurück. Mach's gut. Lieber Klostermeier als Obermeier. Na, so ganz so ist es ja auch nicht. Das ist ja der Klostermeier. Gott sei mit dir. Ich bin im Namen von Herrn Divish hier. Er möchte, dass ich mich am Unfallort genauer umsehe. Und warum interessiert sich Herr Divish für diesen bedauerlichen Unfall? Er wüsste gern, welche Rolle die Qualität des Gesteins dabei gespielt hat. Eine große, nehme ich an. Aber deiner Untersuchung stelle ich mich nicht in den Weg. Ich habe bereits sichergestellt, dass man sich um den armen Mann kümmert. Und das ist alles. Danke. Ich weiß das zu schätzen. Wer ist hier für den Kauf von Baumaterialien verantwortlich? Hauptsächlich ich. Ich kümmere mich um die Bezahlung und auch um die Lieferung. Den Rest erledigen die Männer, die auch mit dem Bau beschäftigt sind. Ich weiß nicht viel über die Qualität des Gesteins. Das Rote wurde von weit her geliefert. Kümmern Sie sich auch um die Lagerung? Ja, aber das, was eintrifft, wird meist sofort verbaut. Der Bau ist im vollen Gange. Weißt du noch, wann die letzte Steinlieferung eingetroffen ist? Ja, in der Woche hat es viel geregnet, also ließen sie den Wagen außerhalb des Tors stehen. Es hat etwas gedauert, ehe alles trocken genug für den Weitertransport war. Und dir ist nichts Seltsames aufgefallen? Doch schon. Normalerweise bringen sie uns einen großen Steinblock, den dann die Arbeiter zurechtschneiden. Nur diesmal waren es mehrere kleine. Aber keiner hat sich beschwert. Es bedeutete ja auch weniger Arbeit. Ich hörte, du hast den Talmberger Steinbruch zu spät bezahlt. Das stimmt. Wir selbst haben verspätete Zahlungen erhalten und mussten das Geld erst zusammenkratzen. Aber das passiert eben mal. Mach's gut. Aha. So, was heißt das jetzt? Mit dem Baumeister reden wir auch noch. Der ist jetzt wieder auf der anderen Seite. Was steckt da dahinter? Was liegt hier überhaupt für eine komische Scherbe oben drauf? Alles sehr rätselhaft. Das ist auch einfach ein Steinmetz. Ah, hier sind die roten Steine. Okay, und die sind alle schon zurechtgeschnibbelt. Ja, wo ist denn der Baumeister? Vielleicht hier in der Hütte? Hm.
Gott sei mit dir. Bewachst du Prokops Höhle? So ist es. Ansonsten würden die Leute alles mitgehen lassen. Probieren wir doch mal das, da bin ich noch am stärksten. Ich kann mich irren, aber ich glaube, ein paar der Arbeiter haben einen der Knochen beäugt. Und was genau haben sie gemacht? Ah, Mist. Ihn abgeleckt? Ha! Das war wohl ein Hühnerknochen. Bewachst du Prokops Höhle? So ist es. Ansonsten würden die Leute alles mitgehen lassen. Du leistest gute Arbeit. Schön, dass du es zu schätzen weißt. Gott behüte dich. Das heißt, das hat schon mal nicht funktioniert. Das heißt, ich kann auch nicht einfach da runtergehen. Komm ich hier irgendwo rüber? An dem müsste ich nämlich vorbei, wenn ich dann Knochen klauen will für den Bewächter von dem Kostas. Kostas? Hieß es Kostas? Oder spukt der Name unseres ehemaligen Layouters jetzt gerade in meinen Kopf? Wer weiß das schon? Ist das hier vielleicht der Oberbaumeister? Smola. Achso, mit dem kann ich nicht reden, nur stehlen. Ah ja, schau her, hier hat er sein Modell. Karel. Glück und Gesundheit. Der Klostermeier schickt mich. Du sollst mir den Ort zeigen, an dem der Unfall passiert ist. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Warum tut er es nicht selbst? Und warum willst du dich dort überhaupt umsehen? Wegen der Thalmberger Steine. Wenn wirklich Gestein von minderer Qualität geliefert wurde, sollte das Folgen nach sich ziehen. Ich wüsste gern welche. Aber dem Klostermeier würde sicher der Gedanke an billigeren Stein gefallen. Ist dir denn sonst noch etwas aufgefallen? Natürlich. Das ist schließlich eine Baustelle. Da geht ständig etwas schief. Die Männer beschweren sich dauernd und alles könnte schneller fertig werden. Also wie auf jeder anderen Baustelle auch. Genau. Hin und wieder bringt jemand schlechtes Holz oder ein Arbeiter schneidet sich den Daumen ab und sieht darin ein böses Omen. Und es gibt andauernd Gerüchte. Ich wüsste gern, worüber die Männer reden. Wer Sachen stiehlt, welcher Klosterbruder nachts Frauen besucht, wie die Arbeit läuft. Normale Dinge eben. Nur das Gerede über den Fluch ist überhaupt nicht der normal. Fluch. Sie haben ja diesen Dämonenschädel ausgegraben. Hihi, es wird ja immer besser. Du hast einen Dämonenschädel erwähnt. Ja, er wurde in dem Loch für das Gerüstfundament gefunden. Sie haben ihn fortgeschafft, damit er woanders seinen Fluch wirkt. Aber ich selbst habe ihn nicht gesehen. Wer könnte mehr wissen? Wolltest du dich nicht um die Steine kümmern? Leszek ist zuständig für die Gerüste, also frag ihn, wenn es sein muss. Vielleicht weiß er mehr. Wie grantig einfach alle sind. Diebstahl, sagst du? Wer könnte hier denn stehlen? Laut den Gerüchten? Einfach alle. Vom Abt über den Kustos bis hin zum niedersten Arbeiter. Kustos. Das ist wie mit dem Rumhuren und den Würfelspielen. Es gibt einfach keinen Schutz vor übler Nachrede. Hier und dort geht einfach etwas verloren. Aber Stein hat noch nie jemand gestohlen. Es gäbe ja keine Arbeit mehr, wenn sich hier jeder an den Steinen bedienen würde, nicht wahr? Ja, da ist was dran. Wo ist der Unfall geschehen? Nicht auf der Hauptbaustelle, sondern beim Wirtschaftsgebäude neben der Kirche. Genau unter der langen Treppe vor der Eingangspforte. Frag meinen Gehilfen dort. Du erkennst ihn leicht. Er ist gekleidet, als gehörte ihm dieser Ort. Mach's gut. Den kenne ich. Das war doch der von gerade, oder? Den ich nur hätte bestehen können. Also, wir fassen nochmal zusammen. Ich glaube, das ist gerade die spannendste Quest. Ich habe mich mit Herrn Divischs Einverständnis zum Kloster aufgemacht. Ich kann allerdings nicht einfach auf dem Gelände rumspazieren, schon gar nicht auf der Baustelle. Ich musste mir die Erlaubnis einholen, die Baustelle zu betreten. Der Klostermeier ist einverstanden damit, dass ich mir den Unfallort ansehe und hat mich zum Baumeister geschickt, damit ich mehr in Erfahrung bringen kann. Ich habe vom Baumeister mehr über den Unfall erfahren. Anscheinend gab es bereits andere Vorkommnisse, die den Bau immer wieder erschwert haben. Ich habe Gerüchte über einen Dämonenschädel gehört, der angeblich beim Ausheben der Grube für das Gerüst von Leszek, dem Gerüstbauer, gefunden wurde. Und ich sollte mich umsehen, vielleicht finde ich ja, was das Licht ins Dunkel bringt. Also weiter geht's. Kann nicht das ganze Spiel so ein Mittelalter-Krimi-Ermittlungsspiel sein? Ohne Kämpfe? Das wäre viel cooler. So, jetzt Asmola. Du bist doch der, dem hier der Laden gehört. Kannst du mir etwas über das arme Schwein vom Unfall sagen? Jarek, er war ein guter Mann. Verlässlich, ehrlich und gottesfürchtig. Ging oft in die Kirche. Warum interessiert er dich? Hatte er Feinde?
Jemand, der ihn vielleicht... umbringen wollte? Du glaubst, jemand ließ den Stein auf ihn fallen? Nein, die Schuld suchst du lieber beim schlechten Gestein. Dann ließ er auf uns was fallen, nämlich ein Piano aus dem 15. Stock. Brach mir den Arm. Teddy hat's nicht überlebt. Wer hat an dem Ort das Sagen, wo der Unfall passiert ist? Ich. Ich bin hier für alles zuständig und berichte, wenn nötig, meinem Meister. Er hat schon genug mit dem Kirchenbau um die Ohren. Bist du auch verantwortlich für die Prüfung der Steine? Ja, wir haben geprüft, welcher Belastung sie standhalten und wie sehr sie beim Behauen bröckeln. Aber einige davon müssen stärker verwittert gewesen sein, als wir dachten. Wo warst du, als es passiert ist? Weiß ich nicht mehr genau. Irgendwo anders. Ich lief hin, als ich Schreie hörte, aber da trug man ihn schon weg. Ist dir etwas Seltsames aufgefallen? Nein, solche Dinge passieren eben auf großen Baustellen. Es war nicht das erste Mal und wird wohl, Gott vergib mir, auch nicht das letzte Mal sein. Gott sei mit dir. Ich hörte, du hast etwas gefunden. Das stimmt, bei der Arbeit. Hab es aber gleich verschwinden lassen, damit die anderen es nicht sehen. Aber Gerüchte kamen dann trotzdem auf. Was sollten die anderen denn nicht sehen? Jetzt halte ich fest. Ein Dämonenschädel. Hier? Auf geweihtem Boden? Mitten auf dem Klostergelände? Hab ihn außerhalb der Mauern gefunden. Wo genau? Gibt es dort noch andere Auffälligkeiten? Nein, nur die Gerüste halt. Wir wollten sie erweitern, also mussten wir dort Fundamente graben. Und du bist sicher, er gehörte einem Dämon? Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich erkenne einen menschlichen Schädel, aber dieser hatte Hörner. Außerdem sonderte er einen höllischen Gestank ab. Und wo ist er jetzt? Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe ihn zum Fluss gebracht, um ihn hineinzuwerfen. Aber dann ließ ich ihn fallen, sodass er hügelabwärts rollte. Weiß der Teufel, wo der hingerollt ist. Vielleicht finde ich ihn. Gott behüt dich. Okay. Mal umsehen. Das ist so eine Sache. Also den Schädel, den können wir dann schon mal suchen. Also hier nochmal umschauen. Aha. Ich bin ja immer wieder baff. Gut, das hier ist... ja, Gotik. Wie die damals mit so... solchen Gerüsten solche Kirchen gebaut haben. Wahnsinn. Da kann ich schon mal nicht knacken. Geht's hier irgendwo rein? Nee. Hier muss irgendwo der Schädel drin sein und hier gibt es noch Hinweise hinter mir. Mal schauen, wo da der Zugang ist. Wahrscheinlich muss ich da auch, weil hier ist ja der... Achso, hier vielleicht, ne. Schaut auch aus, als müsste ich hier runtergehen, aber da hat der bestimmt was dagegen, der Typ hier. Vielleicht kann ich ihn überreden, dass ich hier... Bewachst du Prokops Höhle? So ist es. Ansonsten würden die Leute alles mitgehen lassen. Du leistest gute Arbeit. Schön, dass du es zu schätzen weißt. Alles Gute. Jetzt weiß ich halt nicht, ob ich hier einfach reingehen kann. Und ich will jetzt meinen Speichermod nicht ausreizen und es probieren und dann wieder laden. Das heißt, ich suche jetzt erstmal den Schädel. Hoppala. Ansonsten muss ich irgendwie einen Weg finden, da rein. Achso, hier könnte ich natürlich auch reingehen, aber da ist, glaube ich, zugesperrt, oder? Ja, sehr schwer, das wollte ich gar nicht erst versuchen. Und hier drüben? Auch sehr schwer. Da dürfen wir nur die Benediktiner rein und obenrum ist, glaube ich, auch umständlich, oder? Soll ich mal versuchen? Innen rum. Ich meine, ich bin ja immerhin Mr. Meisterdetektiv. Aber da
Das sieht irgendwie gar nicht so aus, als gäbe es dann einen Eingang. Es gibt auf jeden Fall hier jede Menge Zeug. Ich kann immer nur noch weiter rauf und noch weiter rauf, aber das hilft mir nichts. Ich sehe da keine Tür oder ähnliches. Nee. Also ich muss irgendwie schon unten den Weg an der Wache vorbeifinden. Schade, dass ich die nicht hab überreden können. Aua. Aber gut. Vielleicht geht er auch mal schlafen, sag ich mal, wenn du einen Fuß verknackst. Könnt ihr auch einfach mal die Leiter benutzen. Dann schauen wir jetzt mal, ob wir den Dämonenschädel finden. Und ich überlege mir, wie ich vielleicht nachts, wenn die Wache pennt oder so, unten in die Höhle rein. Kann man hier das Gelände verlassen eigentlich? Oder ist ja auch zugesperrt? Nee. Gut. Es wird voraussichtlich einen coolen Talk geben mit Julius und mir auf der Gamescom zum Thema, warum Kingdom Come 1 so toll ist. Wer das nicht verpassen will, merkt euch gerne schon mal den Kanal der GameStar, twitch.tv/GameStar vor. Für die Gamescom-Zeit solltet ihr ohnehin tun. Schon mal ein Schnaps, okay. Zwei Schnaps sind da. Und wo ist jetzt aber hier ein Schädel? Und da solltet ihr auf jeden Fall einschalten, denn wir haben ein ganz tolles Programm für die Gamescom uns schon ausgedacht. Ach, da hat jemand seinen Schnaps kalt gestellt. Schau an. Interessanter Ort, aber wo genau? Das ist doch hier, aber hier sehe ich keinen Kopf. Und keinen Schädel und gar nichts, oder? Ein paar Steine unter Wasser. Sieht ein bisschen aus wie vom Märchen der Welt im dritten damals. Das fand ich immer sehr unheimlich, diese Steine mit den Gesichtern. Der Abspann. Wenn ihr euch jetzt fragt, in welchem dritten denn? Ja, in meinem Fall im Bayerischen Rundfunk, aber ich glaube, es kam. Vielleicht kam es auch im SWR oder so, ich weiß es nicht. War so eine Kindersendung. Puppentricks. Den Schädel suchen wird mir genauer ansehen. So, da wären wir jetzt. Aber wo der Schädel ist. Kann ich euch nicht sagen. Der ist wahrscheinlich hier runtergeputzt und der einzige auffällige Ort ist dieser Korb und in dem Korb war aber nur Schnaps. Falls der hier reingeplumpst ist, kann ich tauchen. Oh, Sakra, es ist ganz schön tief hier. Deswegen sehe ich jetzt auch keinen Schädel. Hier vielleicht. Wie bücke ich mich eigentlich mit C? Ja, genau. Geht hier im Wasser gar nicht. Das heißt, ich kann hier gar nicht runtertauchen. Keine Ahnung, wo ich da suchen soll. Nicht sein. Bisschen im Trüben fischen, allerdings. Eine Fackel bringt mir hier jetzt auch nichts, oder? Ich meine, ich sehe hier, was am Boden liegt. Und wenn der jetzt hier runtergepurzelt ist, der
Schädel, dann ist er doch hier irgendwo reingefallen. Seht ihr hier irgendwo einen Schädel? Ich nicht. Nur den Korb mit dem Schnaps. Da kann ich jetzt schon nochmal öffnen. Ist aber nichts mehr drin. Und da sind auch nur noch ein paar Steine. Das war ja der besondere Ort zu sehen und der liegt genau hier drunter, aber da liegt nichts. Oder liegt er doch hier am Ufer? Wenn ich ein Level-Designer wäre, ich hätte ihn ja direkt im Wasser platziert, sodass ich da ein bisschen rumwühlen muss und dann sehe ich ihn schon. Oder ich muss von einem gewissen Winkel, man sieht es ja hier auch, wenn ich ganz von oben ins Wasser schaue, dann sehe ich sogar ein paar Details unter der Wasseroberfläche. Nur den Schädel finde ich nicht. Immerhin kühlt das Wasser meine verstauchten Füße, das ist ja auch was wert. Naja. Ich würde sagen, wir machen ein kurzes Päuschen, schauen hier schön aufs Kloster und finden den Schädel dann vielleicht in der nächsten Folge. Bis denn!